muss ich mal fragen, was kostet denn so eine Wand? So eine Wand, also es hängt natürlich einerseits vom Untergrund ab und andererseits hängt es davon ab, ob wir jetzt Heu, wovon wir ja jede Menge haben, oder eben Früchtetee oder Gold- oder Silbermetall an die Wand aufbringen. Aber für Material inklusive Arbeit ist das so ab 70, 80 Euro. Bei Nussbaum sind wir dann vielleicht eher bei 150, 170 Euro. Und wenn wir Richtung Gold, Silber gehen, bewegt sich eher Richtung 300 Euro. Also das hängt sehr von den Ressourcen ab. Dann habe ich aber natürlich auch eine wirkliche Edelwand, wenn ich das Silber und Gold verarbeitet habe. Edel vielleicht ja, aber sie haben vor allen Dingen eine Wand, die was mit ihnen macht. Und wenn man sich überlegt, wie viel Geld man ausgibt für irgendwelche Kompensationsverhalten oder andere Incentives, ist so eine Wand eine extrem günstige Alternative, weil die nicht nur für einen einzelnen Mitarbeiter was macht oder Bewohner, sondern für ganz viele Menschen gleichzeitig. Sondern für die ganze Gruppe. Das heißt, statt einem neuen Handy jedes Jahr gibt es einfach auch einmal eine solche Wand und dann hat jeder was davon. Ja. Das klingt doch sehr gut. Nachweislich. Also das merken die Firmen, die das machen, deutlich, dass die Leute viel mehr motiviert sind. Das hören die Chefs mit Sicherheit gerne. Auf jeden Fall. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück mit Ihrem Modell, mit Ihren gut duftenden und wirklich sehr schön aussehenden Wänden. Und vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Viel Erfolg noch. Dankeschön. Tschüss.